Mein Name ist Alexandra Knopp, ich lebe und arbeite in Salzburg und ich bin Sportwissenschaftlerin und Psychotherapeutin von meinen Ausbildungen her und bewege mich seit vielen Jahren im Themenkreis zwischen Körper und Psyche. Ich bin Jürgen Hörhan, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin in Sitzenberg-Reidling in einem Naturheilkundezentrum. Mein Spezialgebiet ist die Natur- und Regulationsmedizin. Mein Name ist Wolfgang Katnick. Ich bin Physiotherapeut und Osteopath und habe zwei Praxen, eine in Innsbruck am Bozner Platz und eine zweite in Absam. Mein Name ist Dr. Ursula Bubendorfer. Ich bin geboren in Tirol und habe mein Medizinstudium in Wien absolviert. Mich hat fasziniert, welche Mechanismen es da gibt, die wirksam werden, die Menschen in dem Moment leistungsfähig machen, wo sie es auch brauchen und wie es gelingen kann, dass Menschen auch bei Kräften bleiben, wenn die Anforderungen hoch sind. Wenn ich ganz vorne beginne, dann war es so, dass ich, als ich 10 Jahre alt war, zu meiner Mutter gesagt habe, am Vorbeifahren vom Krankenhaus, Mama, ich möchte Arzt werden. Dann habe ich dann nach und nach gesehen, wie eigentlich unbefriedigend es ist, Menschen nur ganz kurz zu sehen, ihnen ein Rezept in die Hand zu drücken mit einem Medikament und sie wieder zu entlassen. In der normalen klassischen Medizin werden ja nur die Symptome behandelt. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, hat mich immer interessiert, was sind die Ursachen, die zu dieser Symptomatik führen. Wir wissen heute zum Beispiel, dass Immunsystem, Nervensystem und hormonelles System ein enges Zusammenhang haben, die sich gegenseitig beeinflussen, nicht? Und dass man auch alle diese Ebenen eigentlich diagnostisch und therapeutisch beleuchten bzw. dann auch behandeln soll. Das Vitalfeld habe ich vor ca. 5 Jahren gefunden, weil ich auf der Suche nach ganzheitlichen Konzepten in der Stress- und Burnout-Prävention und in der Stresstherapie vor allem war. Ich habe gemerkt, dass wir mit unseren Therapiemöglichkeiten aus der Psychotherapie, aber auch aus dem systemischen Coaching und aus der Medizin an die Grenzen stoßen. Wir brauchen ganzheitliche Konzepte, die auch das Energieniveau des Menschen mit beachten und die Arbeit mit Kunden und Patienten gehört parallel gemacht. Und es gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten, wie ich als Leiterin von einer Praxis oder einem Institut mobil und einfach Patienten biophysikalisch behandeln kann, effizient behandeln kann und das kombinieren kann mit den Therapiemethoden, die mir zur Verfügung stehen. Zu Anfangs habe ich gesagt, ich habe alles, was ich habe, mit meinen Händen und das ist auch mein Ziel, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Dann habe ich das Vitalfeld kennengelernt und habe plötzlich gesehen, dass ich hier ein System vorfinde, mit dem ich das, was ich mit den Händen spüre und sehe, abgebildet sehe im System. Und dass es mir ganz neue Einsichten noch zusätzlich schafft, um das, was ich wahrnehme, besser zu verstehen. Und letztendlich die Conclusio aus der langen Zeit jetzt mit dem Vitalfeld ist für mich, dass ich die Physiologie, also wie funktioniert der Mensch, jetzt einfach besser verstehen kann. Es wird sichtbarer gemacht und es ist für mich eine der besten Lernhilfen gewesen, die ich je hatte. War dann eben im Anschluss an diese Ausbildung auf der Suche nach einer Alternative, etwas, was das Ganze ergänzt und war eigentlich nicht sehr fündig. Und wie ich dann aber auf das Vitalfeldgerät gestoßen bin, dann habe ich gemerkt, oha, das ist jetzt wirklich etwas, wo ich mich hineinknien muss, wo ich mich wirklich sehr intensiv wieder auseinandersetzen muss, um mich weiterzubringen und das war dann tatsächlich auch so. Also das hat mich auch als Therapeut deutlich weitergebracht. Ich habe ja sehr viel Labordiagnostik gemacht, sehr viele homöopathische Behandlungsmethoden angewandt, also ganzheitliche Methoden angewandt auf vielen Ebenen. Und dann habe ich, das ist jetzt ungefähr mehr als 5 Jahre her, habe ich das erste Mal von dieser Möglichkeit der Quantendiagnostik und Therapie gehört, ja? Also elektromagnetische Schwingungen und Frequenzen, dass die wahrscheinlich sogar über der Chemie stehen bezüglich der Regulationsfähigkeit. Und ich bin ein Anhänger von Fritz Albert Popp, der ja auch festgestellt hat, dass eben wie alle Zellen des Körpers eigentlich durch elektromagnetische Schwingungen ein sogenanntes Vitalfeld bilden, das sich gegenseitig beeinflusst. Und das hat mich unglaublich angesprochen in meinem Versuch,
Zusammenhänge zu verstehen? Grundsätzlich kann man sagen, dass das System uns eine völlig neue Art von Denken ermöglicht. In der herkömmlichen Medizin sind wir sehr mechanistisch, sehr biochemisch und sehr symptomorientiert unterwegs. Mit dem Vitalfeldsystem gelingt es uns, das Ganze breiter zu betrachten. Ja, ich formuliere gern die Metapher des Eisberges, dass die Spitze das Symptom ist und die eigentliche Ursache der Berg unter der sichtbaren Spitze ist. Und wir wissen, dass der Eisberg unter der Wasseroberfläche wesentlich größer ist als das, was oben herausragt. Und wenn wir einen Eisberg von unten her bearbeiten, dann irgendwann ist auch die Spitze weg. Ich glaube, wir brauchen zeitgemäße Angebote, wir brauchen zeitgemäße Therapiekonzepte und die Vitalfeldtechnologie passt da einfach bombig rein. Also es gibt nichts, was besser passt, um mit Menschen in kurzer Zeit sehr effizient zu arbeiten, gerade bei Stresspatienten, die teilweise vom Energielevel sehr, sehr niedrig sind. Das heißt, wenn ich mit Coaching oder Therapiemethoden ankomme und die müssen sich konzentrieren, dann ist ihnen das ja oft gar nicht möglich, persönliche Lösungen zu erarbeiten. Das heißt, die brauchen vorher etwas anderes parallel und dann fruchten all die anderen Methoden ja auch. Der große Vorteil der Vitalfeldtechnologie ist der, dass ich mich dadurch, dass ich Vorlagen produzieren kann, duplizieren kann. Das heißt, ich kann parallel dazu Behandlungen durchführen. Und das Gerät macht genau das, was ich ihm vorgebe. Das heißt, meine Gedanken sind dort in dem Gerät gespeichert und das kann sowohl ich als auch eine meiner Angestellten zum Beispiel dem Patienten verabreichen. Am Anfang war ich skeptisch, weil ich dachte, ich habe ja sowieso so viele diagnostische Methoden. Ich bin ein FX-Meyer-Arzt, ich schaue den Patienten an, ich mache eine genaue Anamnese, einen genauen Lebensstil. Ich mache klassisch-medizinische Laborparameter in einem breiten Bereich und ich dachte, ich hätte da schon einen Überblick oder Einblick. Und dann musste ich feststellen, da schau her, ich habe zum Beispiel einen Patienten mit chronischen Beschwerden und irgendwo habe ich ein Bild von dieser ganzen komplexen Zusammenhänge. Und dann gab mir die Messung alleine von Global Diagnostik Aufschluss, dass es da noch spezielle momentane Schwerpunkte zu berücksichtigen gibt oder es auch zu berücksichtigen gibt, ist der Patient in einer Reaktionsstarre oder ist er in einer Adaptationsunfähigkeit. Ja? Schöne am Vitalfeldsystem, dass ich den Menschen in einer völlig neuen Breite beginne zu sehen. Ja, ich sehe ihn abgebildet und ich kann für mich ein neues Bild erzeugen. Ich kann verstehen, warum entsteht denn überhaupt das Symptom? Und natürlich, was das Tolle ja am System ist, dass hier viel alte Information, die wir über Jahrtausende gesammelt haben, einfließt und wir es einfach mit den modernen Technologien auf den Punkt bringen. Und das ist für mich eine der besten Hilfen als Arzt, indem ich über das System etwas sehe, gleichzeitig die Information dazu erhalte und auch dann gleichzeitig auch eine therapeutische Konsequenz vorgeschlagen bekomme. Ich sehe, es ist, klingt jetzt ein bisschen heftig, aber es ist eine unblutige Methode. Ich habe auch eine Ärztin mit an Bord, die ihr Blutbild machen könnte und da sehen wir dann ganz genau unterschiedlichste Stressparameter, die mich interessieren würden. Aber das ist gleich sehr heftig, da wird Blut abgenommen, da kommt ein Labor und so weiter. Vitalfeld ist harmlos, da gibt es nichts, da gibt es zwei Klebeelektroden auf die Füße, es wird gemessen und ich bekomme sofort ein Ergebnis. Und es dauert nicht ewig und es ist sofort auswertbar und sichtbar. Also nach 10 Minuten habe ich ein Ergebnis, das ich brauchen kann, das ich interpretieren kann und ich kann als Therapeut sofort ein Programm einstellen. Das heißt, der Kunde, der zu mir kommt, muss nicht warten. Das heißt, er kriegt sofort seine Therapie und das finde ich auch sehr gut, weil die Leute haben keine Zeit, die wollen nicht ewig oft wohin fahren, kommen zu einem Anamnesegespräch und dann zu einer Vitalfeldmessung und sofort zur Therapie und gehen mit dem gesamten Paket nach Hause nach 2 Stunden. Vorgabe, die ich da bekomme vom Gerät, kann mir zeigen, wo gewisse Mangelzustände, Überlastungen, Mikroorganismen und so weiter Probleme machen. Und das ergänzt natürlich mein osteopathisches Tun ungemein, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, das Ganze von einem anderen Blickwinkel mir anzuschauen. Weil gewisse orthopädische Erkrankungen beispielsweise auch auf virale, bakterielle Ursachen zurückzuführen sind und habe dann aber gleichzeitig die Möglichkeit,
eben über das DigiSoft zum Beispiel direkt Daten einzugreifen. Also im Prinzip setze ich diese Methode ein bei Akutpatienten, akuten Infekten. Ich setze sie ein bei Allergiepatienten, bei Autoimmunpatienten, bei Schmerzpatienten, bei Patienten mit onkologischen Beschwerden oder bei Patienten eben mit so einem Symptom wie chronische Müdigkeit oder chronische Herpesvirenbelastung. Ist übrigens auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt, der mir diagnostisch auch sehr, sehr gut, diagnostisch und therapeutisch hilft. Häufigste Indikationen bei mir sind einfach so Bagatellsachen auch wie Blasenentzündungen, ja, Bewegungsapparatprobleme, rheumatoide Erkrankungen, postoperative Schmerzen oder postoperative Situationen oder zum Beispiel nach Traumen, Sportler mit Verletzungen zum Beispiel, wo man einfach sehr gut unterstützen kann, chronische Gelenksprobleme mit entzündlichen Gelenken, alle möglichen inneren Erkrankungen, Verdauungsprobleme, ja, wo ich ganz gezielt zum Beispiel die Dünndarmschleimhaut oder die Darmschleimhaut mit dem Vitalfeld unterstützen kann. Ich kann ganz gezielt bei Erschöpfungssyndromen die Nebenniere unterstützen. Also das ist nur so plakativ für einzelne Erkrankungen. Ich kann von der Lungenschleimhaut, ich kann auch bei Krebserkrankungen, ich kann unterstützen die einzelnen Bereiche, ich kann die Entgiftung unterstützen, ich kann begleitend zu Chemotherapie, zu Strahlentherapie die Patienten unterstützen, dass sie die Nebenwirkungen dieser Therapie besser verarbeiten. Speziell meine Sportler profitieren massiv davon. Es ist so, dass wir das in den Trainingsprozess einbauen und die bekommen immer am Ende der Woche, nach einer Trainingswoche, ihre Behandlungen. Und da geht es hauptsächlich darum, um das Energieniveau wieder anzuheben, damit sie eben gut regeneriert sind und dann wieder in der neuen Woche als frischer starten können. Basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen, basierend aus meiner derzeitigen Sichtweise, halte ich die Vitalfeldtherapie für eine Medizin der Zukunft, die uns sehr rasch weiterhelfen kann. Also medizinisch ausgedrückt würde ich sagen, ich beginne die Physiologie des Menschen, also so wie es funktionieren sollte, zu verstehen. Und erst wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch die Pathophysiologie, also die krankmachenden Regulationen im System besser verstehen. Das ist für mich der größte Benefit der Vitalfeldtechnologie. Und eben dadurch, dass ich ein zusätzliches Klientel requiriere, habe ich natürlich einen viel größeren Umsatz in der Therapie, das heißt einen viel größeren Patientenfluss. Und Patienten kommen dann auch natürlich zu anderen Therapieeinheiten, zu mir, auch zu Kollegen zum Beispiel. Und jede Form von erhöhtem Therapiefluss ist etwas, was das Ganze nur beleben kann. Die Vorteile der Vitalfeldtechnologie, einer der schönsten und größten ist für mich, dass der Betroffene, Kunde nichts machen muss. Er darf sich drauflegen und es ist irre angenehm. Also es ist eine Pausenzeit, in der was mit mir geschieht, was mich durch und durch gesund macht. Ich finde, das ist schon mal so ein Benefit und so ein großartiges Angebot, weil da sagt keiner nein. Wenn ich sage, kommen Sie, ich lege es wieder wohin und nachher geht es wieder besser. Sie müssen nichts machen, ist super, weil diese ganzen Menschen in der Medizin oder im Ernährungsbereich, die wollen immer was von dir. Die wollen immer, dass du das machst und das machst und das musst du dann umsetzen und du wirst das abgefragt. Das finde ich herrlich, man kann nichts falsch machen. Es hilft sofort, es ist super angenehm, es ist effizient und es ist leistbar. Also ich würde es machen.